Sie sind hier, 30. Dezember 2018, 12.27 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern, Kevin Akpoguma L. wechselt auf Leihbasis zu Hannover 96, Urheberrecht Getty Images, Hannover 96 verstärkt die Verteidigung. Ein 23 Jahre alter Innenverteidiger wechselt auf Leihbasis aus Hoffenheim nach Niedersachsen. Weitere Transfers könnten folgen. Hannover 96 hat seinen ersten Winterneuzugang für den Kampf um den Klassenerhalt verpflichtet. Innenverteidiger Kevin Akpoguma wechselt auf Leihbasis bis zum Saisonende vom Ligarivalen TSG Hoffenheim zu den Niedersachsen. Vorbehaltlich des bestandenen Medizinchecks nach dem Jahreswechsel soll der 23-Jährige am 2. Januar zur Mannschaft von Trainer André Breitenreiter stoßen. 96-Manager Held schwärmt: Kevin bringt viel Schnelligkeit mit, er ist zweikampfstark und hat ein gutes Kopfballspiel. Damit passt er perfekt in unser Anforderungsprofil, sagte Manager Horst Held. Akpoguma durchlief von der U16 an alle Junioren-Nationalteams des DFB. Mit der U19 wurde er 2014 Europameister. Hannover plant weitere Verstärkungen nach der schwachen Hinrunde. Mit lediglich 11 Punkten dürfte der Abwehrspieler die erste von mehreren personellen Verstärkungen der 96er sein. Insbesondere für den lange Zeit fehlenden Torjäger Niklas Füllkrug Knorpelschaden wird noch ein Ersatz gesucht. Punkt. Die Hannoveraner hatten am vergangenen Freitag als erstes Bundesliga-Team die Vorbereitung auf die Hinrunde aufgenommen, von Sportinformationsdienst.